bekommt eure Legung für den März. Ich gucke ein bisschen anders als sonst, weil mein Gefühl mir sagt, 9er Legung, 9er Legung, seit 2 Wochen 9er Legung, die nächste Legung wird eine 9er Legung, sagt mir mein Kopf. Und deshalb mache ich jetzt im März auch eine. Und dann, glaube ich, verfolge ich weiter mein altes Muster mit Hauptthema, was denkst du, fühlst du in der Liebe, was denkst du, fühlt der andere, und dieses Mal machen wir eine 9er Legung. Also vor dir, lieber Wassermann, waren schon 2 andere Legungen. Das heißt, wenn es um die Liebe geht und was ausgesprochen werden soll, ich sag's euch, es kommt genauso raus, auch bei der Neunerlegung. Ich habe gerade noch eine Salzbrezel gegessen. Ich habe heute Hunger. Ich sag's euch, furchtbar. Ich habe so Hunger auf ein Gericht. Und dieses Gericht esse ich seit 3 Monaten. Und ich wollte das vorher bestellen, dass ich euch die Legung mache und entspannt bin und diesen Heißhunger stillen kann. Und die haben auch offen und alles. Kundennummer. Nur ich wohne nicht direkt in der Stadt, sondern ein bisschen außerhalb im Dorf. Und ja, dann rufe ich an und habe mich schon so gefreut, die ganze Zeit gewartet, bis sie überhaupt aufhaben. Und dann sagen sie, ja, nein, wir liefern zu ihnen nur am Abend. Und ich dachte so, oh nein. Und jetzt kann ich diesen Heißhunger einfach nicht, ich kann ihn einfach nicht füllen, weil ich einfach dieses Gericht nicht habe. Das macht mich heute so ein bisschen wahnsinnig, das bringt mich auch durcheinander, aber egal. So, lieber Wassermann, ich gucke diesen Monat in der neuen Erlegung einfach, was bei dir los ist. Und gehe jetzt mal ins Mischen. Liebes Universum, bitte zeig mir alles, was ich dem Wassermann sagen soll. Die wichtigsten Dinge. Wenn du ein Wassermann-Mann bist, dann dreh dir die Geschlechterrollen um, weil ich gehe immer davon aus, dass mir eine Frau zuschaut. Was ich noch sagen möchte, das letzte Wassermann-Video. Da habe ich 2 so lustige Kommentare bekommen. Ich habe währenddessen eine Banane gegessen, ich bin aufs Klo gegangen. Ich dachte mir, alles gar kein Problem, ich schneide das ja nachträglich raus. Dadadam. Vergessen bei euch rauszuschneiden. Da habe ich so einen Kommentar bekommen wie, Banane essen und noch irgendwas, weil ich habe davon geredet, dass ich ein Fan von eurem Sternzeichen bin. Ich bin Fan von Sternzeichen Wassermann. Und dann wurde mir reingeschrieben, naja, wir wissen noch nicht, ob wir als Wassermänner dich als Fan überhaupt akzeptieren, aufs Klo gehen, hier zwischendrin Pieseln und Banane essen. Und da musste ich echt lachen. Ja, denn ich habe tatsächlich vergessen, es rauszuschneiden. So. Ich spüre einen Mischstopp. Ach ja, ich ziehe euch dann noch eine Ozean-Orakelkarte am Ende und so einen kleinen Mini-Impuls. Die finde ich ganz cool. Das schauen wir dann mal zu was für eine Frage. Das sind 2. Oh. Ja. Also ging jetzt ganz schön schnell bis März. Gefühlt war ich gestern erst an den Februarlegungen gesessen. War alles in allem ein guter Monat. Ich hoffe, bei euch auch. Normal. Nennen wir es mal normal. Okay, lieber Wassermann, was ist hier denn los? Die mag ich ja nicht. Die mag ich ja immer. Was ist denn jetzt los? Ja. Okay. Lass mich mal kurz reinfühlen. Okay, ihr habt irgendwas Prägendes gelernt im letzten Monat, in den letzten Monaten. Hier wurde euch irgendwas versprochen. Wahrscheinlich im beruflichen, in der beruflichen Ebene.
Irgendwas, was wahrscheinlich schon so unter Dach und Fach war, was abgemacht war, was mündlich abgemacht war. Und das jetzt hier so die Vergangenheit, die in eure Legung mit reinspielt, das wurde euch nicht, das wurde nicht gehalten. Das wurde einfach von der anderen Person nicht gehalten. Das hat euch erstmal total zurückgeworfen. Das hat euch auch wirklich so an eure eigenen Kräfte gebracht. Vielleicht wart ihr auch darauf angewiesen. Vielleicht ging es ja auch um finanzielle Dinge. Das kann natürlich auch eine Rolle spielen. Liebestechnisch wäre es, dass jemand euch versprochen hat, dass er dasselbe möchte wie ihr, so gesehen, und es aber nicht gehalten hat. Oder ihr herausgefunden habt, der will eigentlich was ganz anderes. Ich bekomme hier aber eher das Gefühl, dass das ein Arbeitsthema hier bei den Wassermännern, bei dir, als Wassermann. Die Hauptkarte ist der Fuchs. Aber den Fuchs spüre ich bei euch nicht negativ. Ich mag den Fuchs eigentlich gar nicht, aber er fühlt sich weich, intelligent und sogar liebevoll an bei euch hier in der Mitte. Die Mittelkarte in der Neunerlinge ist doch so die Hauptkarte. Ihr habt daraus gelernt und das ist der Fuchs. Ihr seid schlau geworden daraus. Der Fuchs seid in dem Fall ihr selbst. Ich spüre den Fuchs extrem als ihr selbst. Ihr seid schlauer als ihr es mal wart. Das war eine sehr prägende Erfahrung, die ihr da machen musstet, leider. Aber ihr seht das Ganze gerade nur als positiv, weil ihr habt wegen diesem Erlebnis die Sonne erlebt. Vielleicht seid ihr im Nachhinein, es muss eine Situation sein, wo ihr im Nachhinein froh seid, dass es nicht geklappt hat. Nur für solche Leute resoniert diese Legung. Nur für den Wassermann, bei dem das wirklich zutrifft. Gell? Ihr seid so froh darüber, dass das nicht funktioniert hat, dass ihr das aber auch gelernt habt. Und ihr seid auch fein damit mittlerweile, merke ich. Jetzt im März müsstet ihr fein damit sein. Ihr könnt da auch... Ihr werdet jetzt alles, was in diesem Bereich, um den es bei euch ging, was mit neuer Kommunikation zu tun hat, wenn es wieder um Kommunikation über diese Dinge geht, da werdet ihr schlau kommunizieren, für euch kommunizieren. Das heißt nicht, dass ihr jemanden ausnutzt oder so, aber ihr werdet die Dinge hinterfragen oder ihr seid jetzt feinfühliger geworden für die Menschen, die euch Dinge sagen, die euch sagen, ja, das verspreche ich dir, das ist so. Das, na logisch, was meinst du denn? Du hast da dadurch, durch diese Erfahrung ein gewisses, da hat sich bei dir was geöffnet, so ein bisschen so eine Feinfühligkeit oder irgendwas. Erstens, weil du super froh bist und du auch so ein bisschen wahrscheinlich in den Fluss gekommen bist, ja, das hatte auch seinen Grund. Also du hast jetzt da so ein mega Beispiel bekommen, für alles hat schon seinen Grund. Auch wenn man sich's noch so sehr wünscht, ist man im Nachhinein manchmal doppelt so glücklich, weil es nicht funktioniert hat. Und ihr kommuniziert von eurer Seite aus immer noch ganz offen in die Zukunft. Sehe ich. Ihr verschließt euch deswegen nicht. Aber ihr habt so eine gewisse Prüfungsposition, Achtungsposition, Beobachterposition. Denn ihr habt gelernt, das bringt euch dann in die Sicherheit. So, und da haben wir noch einen Menschen, der hier auf dem Kopf steht. Kriege ich Gänsehaut? Wo komisch, weil eigentlich ist mir warm. Kriege ich am ganzen Körper gerade Gänsehaut? Bekomme ich einen großen Menschen? Ich weiß nicht, wie ich das gerade sagen soll. Irgendwie so habe ich so eine Achtungsstellung für euch gerade. Ich habe eigentlich gerade den Bären als super positiv gesehen. Aber ich bekomme ja auch meine Botschaft nicht ohne Grund. Da kommt jemand, den ihr wirklich prüfen solltet.
Also das kann einfach nur beziehungstechnisch jemand sein, der vielleicht in Frage kommen würde für euch, vom Aussehen, vom Beruf, von wenn ihr Single seid, wie auch immer, ein potenzieller Kandidat, aber mir ist gerade so ein Schauer über den Rücken gelaufen und es ist auch, es kann eine sehr große Person sein, es kann eine, ich möchte nicht sagen super schlaksig, aber diese Person hat nicht diese muskulösen Arme, wenn ihr meint. Die hat relativ, vielleicht auch dicke Arme, aber nicht diese ausgeprägten Muskelwölbungen. Also es geht hier um den Mann und dieser Mann hat das an den Armen nicht, das ist das, was ich so reinbekommen habe. Der wird eine Nachricht, dieser Mensch wird euch eine Nachricht zukommen lassen, wie auch immer, der wird in eurem Leben erscheinen. Vielleicht noch nicht im März, sondern erst im April. Und da seid ihr dann aber auch hin und her gerissen. Da wisst ihr nicht, was ihr drüber denken sollt. Und ich bekomme nur den Impuls, weg damit, weg damit, weg damit. Und vielleicht bekommt ihr diesen Menschen nur geschickt, um wieder den Fuchs zu aktivieren. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass der Mensch euch was Gutes will. Ich weiß nicht, warum sowas bei euch auftaucht, aber ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass der Mensch euch was Gutes möchte. Und das ist wieder so eine Prüfungssituation wie das, was ihr ja schon mal hattet. Und vielleicht ist es der Abschluss der Prüfung, wenn ihr wisst, was ich meine, dass ihr jetzt im Vorhinein durch, ihr bekommt nämlich dann direkt die Wolken und wisst gar nicht, was ihr von diesen Menschen halten oder denken sollt, auch von diesem Angebot nicht. Da bekommt ihr keine Klarheit und da seid ihr hier in der Vergangenheit auf so etwas reingefallen, weil ihr dem Gesprochenen vertraut habt oder dem Aussehen euch irgendwas gesagt hat, irgendwas Positives. Und jetzt dürft ihr nochmal tiefer, richtig tief in die Intuition. Wenn ihr da schon ein komisches Gefühl habt, dann ist es dieser Mensch, den ich gerade meine. Und ihr erinnert euch vielleicht im April daran. Ihr sollt auf der Reise einfach nur lernen, tiefer auf euch zu hören. Denn da gäbe es wieder sowas, wo ihr wieder drauf reinfallen könntet. Vielleicht hat es aber nicht so ein positives Ende wie das letzte Mal. Ist irgendwie so... Ich weiß nicht warum, ich habe das Slenderman im Kopf. Ganz kurz, ob das einem oder von euch was sagt. Ich habe immer noch Gänsehaut, es geht überhaupt nicht weg. Manchmal, wenn ich im Nachhinein solche Legungen schneide, dann rauscht das Mikrofon immer, das höre ich ja jetzt nicht. Also irgendwie gar nicht gut. Also der Mensch, der ist noch nicht da oder er zeigt sich vielleicht gar nicht so ganz. Vielleicht kann auch sein, dass ihr eine Nachricht bekommt von jemandem, dessen Namen ihr kennt, den ihr aber noch nie in echt getroffen habt. Sowas kann auch sein. Von dem ihr vielleicht auch viel gehalten habt oder so. Aber dahinter versteckt sich nichts Gutes, sage ich euch. Das ist nur eine Prüfung, dass ihr immer besser werdet in eurem Fuchs, lieber Wassermann. Das ist anscheinend, was ich euch hauptsächlich mitgeben soll. Ganz schön spannend. Liebestechnisch kann sein, dass es auch ein Mann ist. Es kann auch, also wenn ihr auch ein männlicher Wassermann seid, dann könnte es eine Frau sein. Aber das ist ein Mensch, auf den ihr nicht reinfallen solltet. Ja, und das spürt ihr aber eigentlich. Und da dürft ihr das erste Mal, weil da seid ihr wahrscheinlich relativ neu in diesem Gefühl, bekomme ich hier rein. Dann dürft ihr das erste Mal sagen, ja, ich weiß es eigentlich schon. Und die Luna hat es auch gesagt. Und das ist es jetzt. Das ist jetzt die Person. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann schreibt mich auf Instagram mal an und ich fühle dann mal rein. Genau, wenn ihr irgendwas wissen wollt, ihr könnt mich ja immer privat anschreiben. Das wisst ihr. Okay, eine Ozean-Orakelkarte bitte für meinen Wassermann. Cool. Ich liebe dieses Tier. Kanaloa. Ka, Frieden, Na, große Stille, Loa, Zentrum des Universums. Lasse dich in deine Tiefen geleiten und verbinde dich mit der Quelle in dir. Im Zentrum des Wirbelsturms ist Stille. In dir kann jede Antwort aufsteigen. Bewege dich sanft und langsam in die Richtung, die du dir in deinem Leben wünschst. Das Gute fließt immer reichlich. Ja, du darfst noch tiefer in deine Intuition. So wie ich das... du bist irgendwie auf so einem Weg gerade, wo du lernst, deiner Intuition zu vertrauen. Und das ist sehr schwer zu erklären, was ich damit meine, weil viele Leute wissen das nicht und verstehen das immer falsch. Es gibt ein Bauchgefühl, ja? Aber das Bauchgefühl ist Das Bauchgefühl speichert den ganzen Tag ab, was du tust. Und das Bauchgefühl rettet dich immer vor
Entscheidungen, die dich dein Leben kosten könnten, ja? Das Bauchgefühl ist ein Lebensretter. Das sagt, oh, mit Kaffee habe ich mich schon mal verbrannt, bei genau der und der Maschine, und du stehst wieder vor dieser Kaffeemaschine und hast ein ungutes Bauchgefühl, ja? Weil dein Bauchgefühl das abgespeichert hatte, um dich zu bewahren. Oder du hast ein gutes Bauchgefühl bei Dingen, die schon mal funktioniert haben, die müssen nicht beim zweiten Mal funktionieren. Das ist ein Pro- und Contra-Warnsystem, so nenne ich das Bauchgefühl. Das hat aber nichts, und das Bauchgefühl speichert auch ab, was habe ich wo gelernt bei Männern, was war da alles schlimm, bei Frauen, was war da alles schlimm. Dann kommt die nächste Frau, die einer Frau ähnlich sieht, die euch schon mal wehgetan hat, und das Bauchgefühl sagt, nein, lieber nicht, das meine ich nicht und das ist auch nicht das, was hier gemeint ist, sondern ihr bekommt aus der tiefsten Tiefe, das nenne ich jetzt einfach mal für euch Intuition, das ist dein Wesen, deine Seele, kann dir, du bekommst aus dir Antworten. Das ist aber nicht dein Bauchgefühl, das ist tiefer. Da bekommst du Antworten her, die kannst du bekommen, und dafür wirst du gerade feinfühlig gemacht anscheinend, dass du das auch nicht mit dem Bauchgefühl verwechselst, weil das ist ein Warnsystem und es kann auch einen auch manchmal verwirren. Nein, manchmal kommt von ganz unten, von ganz, ganz tief Antworten. Und die haben dann nichts auch mit Ängsten zu tun, dass ihr das wisst. Die greifen nicht bei euren Ängsten oder wenn ihr Schiss habt, sondern das sind so... Ihr werdet den Unterschied lernen, denn ihr seid gerade in diesem Prozess. So, jetzt beende ich das auch einfach mal damit. Lieber Wassermann. So, jetzt bin ich aber ganz gespannt, ob diese Karten hier nur positiv sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. So viel habe ich sie noch nicht benutzt. Aber wenn dieser komische Slenderman-Mensch auftaucht, ja, der mir hier, als würde er hinter mir stehen und es wäre mein Schatten und ich kriege ihn nicht los. So fühlt sich das für mich gerade an. Gar nicht toll. Da könntet ihr wirklich Schiss bekommen, weil ich habe gerade, das ist eure Legung, und ich habe die Energie, als würde das mich verfolgen. So fühlt sich das an. Wie geht's euch, wenn dieser Mensch auf der Bildfläche erscheint? Irgendein Impuls, irgendwas, damit ihr den vielleicht auch besser erkennen könnt. Oder wie tarnt sich dieser Mensch? Eine Karte bitte zu diesem gefährlichen Menschen, der da kommt. Das sind viel, viel, viel zu viele. Aber wir haben hier schon mal Reichtum, Fülle und Genuss. Also es kann ein Mensch sein, der vielleicht über euch in der... über euch, also einfach schon mehr erreicht hat, finanziell, als ihr im Leben. Und da haben wir wieder den Erfolg, der große Geist. Ja, es ist wahrscheinlich ein erfolgreicher Mensch, der euch mit diesem Erfolg blendet. Der große Geist hört da auf euren Instinkt. Okay, lieber Wassermann, ich wünsche dir einen ganz schönen März. Hat jetzt richtig Spaß gemacht, interessant. Und ich hoffe, ihr gruselt euch nicht so. Und dann sehen wir uns wieder im April. Macht's gut. Ciao.